Hallo Leute, hier ist wieder euer Leon aus Cicero. Zurück mit einem Let's Show auf dem 3DS. Und zwar Lego Legends of Chima Levels Journey. Und ja, hey, ich habe das noch gar nicht gestartet. Ich habe meine Neugier diesmal gezügelt. Diese eine Zahl hier zählt nicht. Aber vielleicht habe ich aus Versehen mal draufgeklickt und es direkt danach wieder abgebrochen. Es kann sein. Aber eigentlich habe ich das hier wirklich noch nicht gestartet. Es ist jetzt komplett blind. TT Fusion. Ja, der Ton ist ein bisschen leise, finde ich. Naja, Lego kenne ich mich ja relativ gut aus nach wie vor mit. Das habe ich ja schon ewig, verfolge ich ja schon seit vielen Jahren quasi. Und achso, Musik muss lauter, genau, das kann ich lauter stellen. Okay. Und ich finde eigentlich Chima jetzt nicht mehr so gut, weil da wird das typische Lego-Figuren-Design nicht mehr besonders beibehalten. Es werden jetzt eigentlich für jede neue Figur und alles, werden immer neue Teile erfunden quasi, und das war früher anders. Naja, genug gelabert, wir wollen hier Videospiele spielen und nicht mit Bauklötzen bauen quasi, und deswegen, ja. Obwohl es hierbei im Grunde auf das Gleiche rauskommt. Ich teste einfach mal dieses Spiel, beziehungsweise die Demo dieses Spiels. Es wird ähnlich ablaufen wahrscheinlich dann wie... Obwohl, hier kenne ich mich wirklich gar nicht aus, weil mit Chima, über die weiß ich auch nicht viel. Ich kenne diese Figuren jetzt hier gerade vom Aussehen her, aber sonst... sind irgendwelche wahnsinnigen Tiere, die mit Energiesachen was machen, glaube ich. Oh mein Gott, was hat er da? Eine Lanze, nee. Was? Ist das eigentlich deutsche Tonung oder Vertonung oder ist das Englisch? Deutsch, Tatsache. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ist böse. Also, ich will ja jetzt nicht Klischees hier irgendwie aufdecken, von wegen, dass Krokodile immer böse sind. Egal. Benutze sie richtig. Benutze sie weise. Keine Sorge. Ich werde sie gut nutzen. Nein, der kann nicht böse sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist ein guter Mensch. Ja, ja. Du mit deinen Verschwörungstheorien. Ich glaube, er ist ein guter Mensch. Kroko. Was auch immer es ist, ich werde es vor Cracker herausfinden. Ja. Na, zumindest eine Story scheint da zu sein. Lego ist ja storytechnisch auch schon immer grandios gewesen. Das meine ich jetzt nicht ironisch. Also Lego Exoforce, Lego Bionicle, die hatten eigentlich alle coole Stories. Also, das waren allerdings auch die besten Teile. Es ist auch hart, wie heftig sich Lego einfach an Star Wars festbeißt, weil das aktuell ihre höchste Einnahmequelle ist. Meiner Schätzung nach, würde ich zumindest so sagen. Ich meine, Star Wars kennen einfach die meisten, und bei Lego, die sahen damit schon viel ab eigentlich. Ist ja klar, dass sie das nicht einfach so wegnehmen wollen, aber es ist ein bisschen übertrieben, wie viel Star Wars jetzt sich einfach schon rausgebracht hat. Naja, wir sind hier Level, und der will irgendwas Cooles finden. Und erstmal zerschlagen wir alles. Mir gefällt dieser Charakter jetzt schon mal ein bisschen, also schon irgendwie. Irgendwie. Aber ich hätte gedacht, der ist irgendwie löwenartiger und nicht so ein kleiner Junge. Wir können offenbar auch noch andere Charaktere freischalten. Und was kann ich machen? Achso. Boah, ich kann so einen derben Schlag. Yes.
Yay, okay. Ach, da kann ich was bauen, oder wie? Kann ich? Ja. Endlich ist Bauzeit. Sprungplattform vermutlich, ja. Kennt man ja. Ja, die Engine, die hier verwendet würde, ähnelt sehr, sehr, sehr stark dem Lego Herr der Ringe Ding. Weil der Sprungpilz da war auch genauso eigentlich gewesen. Es ist im Grunde dasselbe, nur mit anderen Leveln. Aber gut. Und mit anderen Charakteren und mit anderen... Okay, ja gut, ich nehme es dir jetzt mit. Ich sehe viele Sachen immer viel zu kritisch eigentlich. Oh. Ja, oh, ne, Krokodile, ihr seid böse, oder? Also, vielleicht dann doch, vielleicht. Ich habe mich vertan, tut mir leid. Tut mir leid, Level. Ich habe dich für einen Vorurteil-Penner gehalten. Aber ich habe was gefunden. Na, verdammt, ich habe die Kamera ver... Ja, das habe ich gefunden. Ich habe herausgefunden, wie ich mein Let's Play herauszögern kann. Ich kann einfach mit der Kameraperspektive Scheiße bauen. Ich würde sagen, so geht's besser. Okay, was haben wir da denn jetzt überhaupt? Ach, da muss ich es einsetzen, okay. Okay, jetzt müssen wir sie drehen und es geht runter. Ja. Das erinnert mich wirklich jetzt schon stark an das Lego Herr der Ringe für den 3DS. Was? Er hasst was? Ja, das hättest du auch früher sagen können. So kurze Reaktionszeit hatte ich nun mal jetzt. Also, da kann ich dann nicht reagieren gegen. Hey, was haben wir da? Pass auf die Krokodile dahinter. Ich will eher erstmal dingsen. Hallo Koko. Ich habe das Gefühl, du hast keine Chance gegen mich. Na, das kann gar nicht sein. Ups, tot. Okay. Level wird euch alle töten. Ein Ding, was im Kreise fährt. Ach so, es ist ein Treibsand. Okay. Ich dachte, irgendwas Seltsames. Sei das. Es sah sehr so aus. Ah, erstmal will ich Geld haben. Ich gebrauche das Geld zwar eigentlich nicht, weil ich ja keinen Spielstand habe oder so, aber egal. Scheiß auf das Geld da unten wiederum, weil ich will nicht sterben. Manchmal ist das Leben wichtiger als Geld, aber nur manchmal. So, dieser Dreherangriff hat es natürlich jetzt ziemlich gebracht. Mann, ich hab gehofft, der könnte mit dem Umkreis den auch zerstören. Was ist das? Geht nicht mehr? Schade. Okay. Ah, nein! Ich wollte dann nicht reinspringen, ich wollte daneben. Och Mann. Seestern, gib. Ich will. Och Mann. Er will nicht zu mir. Ah, warum rutsche ich da immer ab? Kann ich nicht auf Treppen stehen? Doch, kann ich. So ist besser. Das gab es wiederum auch wieder mal bei Lego Herr der Ringe 1 ohne Baumstämme. Das ist jetzt schwieriger. Okay. Und eigentlich ist es ja auch sinnlos, wenn ich das hier alles erkläre, weil ihr habt die Demo ja auch so gesehen wie andere. Eventuell. Wenn nicht, dann doch wahrscheinlich haben die meisten von euch es nicht getan, aber was auch. Was weiß ich. Okay. Was ist das? Eine Superblume, die super blumig ist. Nee, was ist das? Okay, egal. Im Zweifelsfall hilft bei Lego eigentlich immer nur draufkloppen. Das ist da eigentlich so die Grundsache, die man wissen muss. Nur noch 3 Minuten übrig, die ich als Spielzeit hier verwenden kann, vorerst, weil dann ist die Kamera leer, also speicherplatzmäßig. Sowas ärgert mich natürlich immer, aber naja, gut, ich kann noch was löschen, von daher. Oh, was ist das denn? Müsste das kloppen? Kloppen!
Verdammt, es klappt nicht. Ah, Moment. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das machen soll. Okay. Dieses Ding sieht mich direkt und dann geht das nicht mehr. Also brauche ich irgendwie eine Verkleidung oder ich muss mich wegschleichen. Wie auch immer. Oder, Achtung, jetzt mache ich nämlich den derben Wirbler. Und zwar in die Richtung und dann, es ist zu langsam. Ach, verdammt. Ich kann auch einfach durch, ja, das geht auch. Ach, das ist so dingsmäßig. Ich dachte jetzt, dass es irgendwie, dass es immer hoch geht, wenn ich nicht da bin. Wenn ich da bin. Wäre jetzt sinnlos sonst. Oh Scheiße, habe ich gerade einen großen Krokodil ins Bein gehackt. Naja, das wird schon überleben. Nee, ich würde sagen, es war einfach nur eine Baumwurzel oder so. Okay. Yes. Ich bin wieder voll bei Energie und ja. Rutsche unter Bäumen her, weil ich es kann. Ach ja, hier sind noch mehr Sachen. Geld. Ich will Geld. Ich will die Welt zerstören. Ich glaube wirklich, dass unser Held hier, in Anführungsstrichen Held, der böse ist und das Krokodil der Gute, der die Welt vor wahnsinnigen Lego-Abenteurer befreien will, die alles vernichten. Okay. Das ist die einzig mögliche Erklärung. Ich lach mich kaputt. Was? Das hast du nicht mit einem Schlag gemacht. Was für eine heftige Druckwelle war das denn? Hilfe. Ich hab ihn unterschätzt. Offenbar. Irgendwie. Und dann meint er noch so, ja, ich lach mich kaputt, war doch ganz einfach. So, jetzt sterb. Nimm das. Yay, Kloppen-Action, das ist doch hier immer das Beste. Verdammt. Yeah. Boah, der war Brüller hier. Falls es sowas sein sollte. Gut, was haben wir hier? Einen Strauch mit Beeren, die wir eh nicht brauchen können, okay. Ist das ein Teleporter, Schalter oder sonst was?